Südliche Genüsse, Edelbrände und Weiderinder im Hotzenwald. Südlich von Feldberg und Schluchsee und im Osten vom Wiesental liegt der Hotzenwald, die südlichste Landschaft des Südschwarzwalds, zwischen 500 und 1000 Meter hoch gelegen, bevor sie sich dann ganz im Süden zum Hochrhein bei Waldshut oder Bad Säckingen absenkt. Von St. Blasien aus, das mit imposantem Dom und Kloster so eine Art Zentrum darstellt, führt ein wunderbares Sträßchen entlang der Alb Richtung Süden. Viele interessante Blicke, viele Abzweigungen, eine davon nach Hartschwand, ein Ortsteil von Görwil. Stopp am Eichrüttehof bei Familie Gerspacher. Vater Markus zeigt stolz Ställe und Rinder. Die Helle da, das sind Charolais oder Blonde Aquitaine eingekreuzt, weil der Bulle ist ein Blonde Aquitaine, wo wir haben. Und dann haben wir auch noch einige Limousinen oder Limousinenkreuzungen. Die bringen schöne Schlachtgewichte und auch eine gute Fleischqualität. Der Eichrüttehof ist ein echter Familienbetrieb. Drei Generationen unter einem Dach. Neben der Weiderindwirtschaft betreiben die Gerspachers eine Gaststätte und haben ein gemütliches Matratzenlager eingerichtet. Die Landwirtschaft, ja, das machen wir halt am Abend und am Wochenende. Morgen schaut man in den Stall. Der Opa hat das lange auch noch versorgt, 30 Jahre lang, aber der ist 88 und es geht halt nicht mehr. Aber mittlerweile sind Kinder größer, das klappt. Gut, ich interessiere mich halt hauptsächlich auch für die Selbstvermarktung. Das ist eigentlich mein Hauptding. Ich helfe ab und zu im Sommer in der Wirtschaft, halt bediene und so das. Und sonst verkaufe ich eigentlich die meiste Zeit. Sohn Thomas hat Metzger gelernt und das passt gut zusammen mit dem Vermarktungsmodell für das Bio-Rindfleisch. Schon seit den 90er Jahren bieten die Gerspachers und andere Hotzenwaldbauern ihr Fleisch direkt ab Hof oder über regionale Verbrauchermärkte an. 110 Mitglieder hat die Erzeugergemeinschaft und in Sohn Thomas einen überzeugten regionalen Produzenten und Verkäufer. Das ist ja eigentlich schön, die Selbstvermarktung, dass man weiß, woher das Fleisch kommt. Dann kann man es mit gutem Gewissen verkaufen. Von Görwil aus nach Süden, Richtung Rhein. Immer wieder mal öffnet sich der Blick und immer mal wieder mischen sich Obstbäume ins Landschaftsbild. In Unteralpfen, einer Teilgemeinde von Alpbruck, wird Obst verarbeitet. Ebenfalls ein Familienbetrieb, die Brennerei von Stefan Marder. Das war ein Stück weit naheliegend, weil ringsum natürlich Obst vorhanden ist. Der zusätzliche Faktor war, dass mein Opa in den 40er Jahren die Obstbaugenossenschaft gegründet hat hier in der Region und von daher natürlich immer gutes Obst zur Verfügung hatte. Und dann war das für ihn schon immer ein Wunsch. Er hat sich dann ein Brennrecht gekauft, erworben und hat dann angefangen, Obst zu brennen. Hat auch bis Mitte in die 80er Jahre schon eine relativ große Vielfalt gehabt. Also er hat in der Ende 70er, Anfang 80er Jahre schon 9 oder 10 verschiedene Sorten Obstbrände gehabt damals. Etwa 40 verschiedene Sorten werden hergestellt. Vom klassischen Kirsch- oder Birnenbrand zu exotischen Steinpilz- oder Schokoladendestillaten und seit einiger Zeit Whisky. Die Brennerei Marder beliefert Kunden in ganz Deutschland. Und in dem großzügigen und hellen Verkaufsraum traut man sich fast nicht, nach einem Schnaps zu fragen. Schnaps sollte man immer sagen. Ich selber sage halt landläufig, lernt man es halt als Kind schon, ist das ein Schnaps. Aber eigentlich spricht man heute von Edelbrände, von Brände, von Destillaten. Der Hintergrund ist auch ein anderer geworden. Früher war das letztendlich ein Stück weit Medizin. Früher war das ganz früher entstanden, ist die Brennerei aus der Abfallverwertung. Und heute ist ein Obstbrand ein Genussmittel. Das heißt, es wird auch nicht mehr, egal ob es am Stammtisch ist oder sonst wo, zu jedem Bier einen Schnaps getrunken, sondern es gibt halt nach dem Essen ein Digestiv und dann trinkt man ein Gläschen, dann darf's und dann soll es auch was Gutes sein. Dabei ist, wie früher auch, die Qualität des Rohstoffs was ganz Wichtiges. Mittlerweile ist es schwer, gute aromatische Früchte zu kriegen, weil halt die Erwerbsobstbauern, klar, die müssen leben von den Früchten. Die Sorten werden überzüchtet, die dürfen keinen Schorf haben, die müssen toll aussehen, die dürfen nicht pelzig sein, die müssen am besten 3 Tage ganz frisch sein und nicht zwetschge. Wie wir sie eigentlich zum Brennen nehmen, würde die meiste Hausfrau wahrscheinlich gar nicht mehr essen, weil die schon eingeschrumpelt ist am Stiel und faltig aussieht und vielleicht auch ein Wurm drin ist. Was uns aber nicht interessiert, wir wollen halt das volle Aroma.